BVB Total im Doppelpass mit der Telekom. Hallo und herzlich willkommen bei BVB Total und einer neuen Ausgabe von Die Sparda Bank bewegt. Ein ganz herzliches Dankeschön gleich an dieser Stelle an die Sparda Bank West, die uns dieses Format ermöglicht. Unser heutiger Gast ist jung und erfolgreich und hat einen kometenhaften Aufstieg hinter sich, ist 19 Jahre alt und spielt bereits seine dritte Bundesliga-Saison. Es ist natürlich unser US-Boy Christian Pulisic. Und der ist noch am Trainingszentrum in Brakel. Und da wollen wir jetzt hinfahren, ihn abholen und dann eine kleine Tour durch Dortmund mit Christian machen. Christian, hallo. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja. Ja, Christian, das Wetter ist nicht so, dass man viel Freude hat, sich draußen aufzuhalten, aber wir haben, denke ich, im Bus ein gutes Plätzchen gefunden, ja, um uns ein bisschen zu unterhalten. Du bist jetzt über 3 Jahre schon in Dortmund. Ja. Bist du schon sowas wie ein Dortmunder geworden, kann man das sagen? Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall meine neue Heimat, wie sagt man, ja. Was aber auffällt und was auch jeder inzwischen weiß, ist, wie fantastisch du in recht kurzer Zeit Deutsch gelernt hast. Und da gibt es hier in Dortmund Brakel, in diesem Stadtteil, in dem auch das Trainingszentrum des BVB ist, gibt es eine Schule. Die heißt Geschwister Scholl, ja, Gesamtschule. Ja, das stimmt. Und ich war auch. Da warst du auch? Ja, da war ich auch. Ja, Christian, Erinnerungen werden wach, ein altes Klassenzimmer, ja, von dir. Welche Erinnerungen hast du noch an die Schule? Ja, ganz viele. Also ich habe hier in diesem Zimmer ganz oft Deutsch gelernt. Und, ja. Ja, tatsächlich. Ja. Ja, Adventszeit bringt die Überraschung. Christian. Hallo Christian. Schön, dich wiederzusehen. Josef Schlick, ja. Schönen guten Tag. Guten Tag. Ja. Bitte nehmen Sie Platz. Ja, mache ich. Neben einem Schüler, einem ehemaligen Schüler, der bereits sehr positiv auf dem Weg hierher über Sie gesprochen hat. Als ich gesagt habe, du sprichst gut Deutsch, hat er den Namen Annette gesagt. Ich darf für unsere Zuschauer erläutern, Frau Annette Hese ist eine wichtige Helferin beim Deutschlernen, was ihm sehr wichtig war. War sie denn streng? War sie eine strenge Lehrerin eigentlich? Nein, also ich glaube, das war nicht jeden Tag einfach, aber ich wollte immer lernen und mehr lernen. Und ja, jeden Tag haben wir immer ein bisschen mehr und ja. Christian, es gibt immer eine Frage, die Sparda Bank ihren Kunden, ihren Zuschauern stellt. Die dürfen eine Frage an unseren Gast stellen. Diese Frage kommt von Tim Hagemann und sie lautet: Wie erlebst du denn ganz konkret den Hype um deine Person in den USA? Was passiert da? Warten da Leute am Flughafen schon auf dich? Oder stellt sich das für dich dar, dass du tatsächlich so ein, ja, was Fußball angeht, schon einer der allerersten Topstars bist? Ja, also ich lerne immer noch. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass ich immer meine Eltern habe und ich spreche immer mit meinen Eltern und ja, die helfen mich immer. Und ja, ich habe ein sehr gutes, auf Englisch, Support System. Also ja, yeah, also es ist, für mich ist es nicht so schwer, weil ich Menschen in meinem Leben habe, dass mich immer helfen. Wir möchten einen Apfel mit Schoko. Ja.
Also Christian, das ist jetzt hier der berühmte Baum. Auf der anderen Seite ist auch der DFB-Pokal übrigens da angebracht. Es ist in wenigen Tagen Weihnachten. Du fliegst nach Hause. Ja. Und wie feierst du? Ja, also meine ganze Familie kommt zusammen und ja, wir feiern alle zusammen und öffnen Geschenke am 25. Ich darf mich ganz herzlich bedanken, nicht nur bei Christian, sondern auch bei der Sparda Bank West, die uns dieses schöne Format heute mal im Regen, nicht das typische schöne Sparda Bank Wetter, trotzdem war es sehr angenehm. Ich sage herzlichen Dank, wünsche allen, die uns gesehen haben und auch nicht gesehen haben, frohe Weihnachten und alles Gute für 2018. Vielen Dank.